Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrer täglichen Dose TFT. Sorry, dass es so spät kommt. Ich hatte einen langen, langen Tag. Es kam allerdings ein Video auf meinen Hauptkanal. Ich hoffe, ihr hattet daran Spaß. Schaut da gerne vorbei. Auch für meinen zweiten Kanal, wo mein neuer Hauptkanal ist. Ihr habt 850.000 Klicks in 3 Tagen fabriziert. Das hatte ich schlichtweg noch nie. Das ist giga-insane. Habe ich Hyping? Den üblichen Ping. Sah ein bisschen strange aus. Ich habe mich für einen Lucian First entschieden, das habt ihr nicht gesehen, aber Lucian mit Attack Speed, da sagt man nicht nein zu, ne? Ich habe mir ein bisschen überlegt, was wir heute spielen werden, und ich habe mich dazu entschieden, dass wir richtig, richtig, richtig Standard zocken werden. Ich werde einfach auf Win gehen. In letzter Zeit probiere ich immer mehr, kommt's aus. Ich habe zum Beispiel Rapid Fire Volibear versucht aufzunehmen, aber ich konnte den einfach nicht durchforcen, weil ich bis zum Ende des Games nicht geschafft habe, 2 Attack Speed Dagger zu kriegen. Ja, wir werden Noble abusen. Gary und Lucian als Frontliner. Ich habe jetzt mich hier für Darius entschieden, weil er auch Knight ist. Ich denke, diese Klassen ist jetzt ein bisschen underrated. Sonst wäre ich normalerweise für Kassadin gegangen, weil Kassadin die stärkere Grundunit ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass 20 Damage blockt und so relativ strong ist. Weil wenn ihr euch die Damage-Werte mal anguckt, wie viel Damage der pro Hit kriegt, sind das von Creepso 30 max. Das heißt, 20 Blocken ist tatsächlich eine ganze Menge. Und gerade im Early Game sollten diese Klassen sehr, sehr stark sein. Ja, das werden wir auf jeden Fall probieren. Und wir werden sofort belohnt. Wir werden jetzt auch das spielen statt Noble. Darius, weiß ich gar nicht, wie viel der macht. Der macht auch relativ viel, ne? Der heilt sich vor allem ordentlich. Ich glaube, mit der Unit kommen wir relativ weit. Wir haben jetzt auch noch einen weiteren Noble. Das heißt, vielleicht probieren wir gleich auf 4 zu springen. Um Noble und Darius zu kriegen. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr starkes Early Game. Ich glaube immer noch, dass Noble der einfachste Start ist, gerade für alle von euch, die vielleicht noch ein bisschen Probleme haben, im Early Game auf Win Streak zu gehen oder ähnliches. Losing Streak ist, glaube ich, noch komplizierter. Also da solltet ihr es vielleicht erst gar nicht probieren. Ansonsten ist Sound und so wieder gefixt. Einige hatten sie ja gesagt, Max hat ihn sofort gefixt. An dem Tag, wo ich gespielt habe, war einfach der Soundbug, Leute. Nee. Bin ja auch nicht völlig retarded. Zumindest nicht immer. Oh, Items. Ah, habe ich ganz vergessen, dass wir bis jetzt keine bekommen haben. Gern oder Darius? Ja, wir können jetzt nicht auf 4 gehen, weil das ist zu attraktiv, um es nicht zu nehmen. Wollen wir noch auf Wild Sorcerer? Ari macht mehr als die Sandra, würde ich sagen. Wir spielen mal mit Morellos. Ich denke, wir werden den später droppen. Und deswegen können wir denen die Items gerne geben. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass man Items der Unit geben sollte, die man am ehesten droppt. Wir werden Darius nicht versuchen, auf 3 zu kriegen, sondern versuchen, mit dem 2er Darius möglichst lange klarzukommen. Ah, er wird leider die Akku von Kassadin ziehen. Aber wir sollen das trotzdem gewinnen. Die Tier 2 Unit ist einfach so strong im Early Game. Plus Lucian macht in der Phase auch einfach noch mehr als eine Tristana. Ich verliere nicht meine Unit. Ich denke, das könnte eine gute Runde werden. Also ich wäre jetzt nicht hier 1-0-0 callen oder so, aber wäre schon cool, wenn es klappen würde, ne? PBE Random Randoms Apes. Oh, what the hell, man? Das eine S irritiert stark. Oh, wie kann er das auf der Bank liegen haben? Das ist doch, das darf man doch nicht. 2 Items sind ein bisschen wenig. Während hier fleißig gepinkt wurde. Ich glaube, da hat jemand Bekanntschaft mit dem freundlichen Freund Garen gemacht. Oh, wir haben eine Vayne 2. What the hell is happening, Ziemlich sick. Ich glaube, wir nehmen die 2 Tristana noch mit. Weil wir Double Gunslinger dadurch hätten. Ich warte jetzt erstmal ab, wenn wir die Runde gewinnen, verkaufen wir Kha'Zix und wohl die Bahn. Ich kann mir die Ari immer noch ganz gut vorstellen. Wir werden Fiora nicht spielen. Probieren wir noch Nidalee mitzunehmen. Vielleicht kriegen wir einen zweiten, noch eine White Win Condition dahinter. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir... Also ich will jetzt nicht früh callen, aber ich habe ein 1-0 Offstream gemacht und wo ich nicht aufgenommen habe, habe ich mich mega geärgert, weil Dota Auto Chess habe ich in 300 Runden tatsächlich nicht einmal geschafft, vernünftig 1-0 zu spielen. Weil da... Also hier gibt es ja jetzt mittlerweile auch MMR. Ich merke schon, dass die Gegner deutlich weniger sind richtig schlecht. Also es sind immer noch nicht viele richtig gut, aber es gibt halt jetzt... weniger die komplett bad sind. Puh, ey, da hätte ich mir jetzt gerade hier fast einiges selbst verbaut. Wir gehen auf den Winstreak. Boah, das ist so gut, dass wir das gemacht haben. Void Brawler, wir haben gerade Double Knight, Imperial Assassin.
oder den Wild noch dazu. Tricky. Wir nehmen lieber den Nobelbuff statt eine Tristana 2, ne? Ja, ich denke, das nehmen wir besser. Wir können auch versuchen, auf Yordle zu gehen. Ich überlege, ob wir im Imperial gehen. Ah, ne, du bist Imperial, ne? Als dritte Unit würden wir halt Tristana spielen. Das heißt, hier würden wir eher auf den Draven gehen. Oh, shit. This could be a lose. Double Garen Stufe 2 ist aber auch illegal, oder? Plus ein Assassin, der hinten meine Carries rausnimmt. Oh, this could be really ugly. Ah, der hat auch noch Morellos. Shit. Never mind. Kein 100 to 0. Ah, man. This is quite unlucky, ey. Ah, schade, schade. Da habe ich mir ein bisschen zu viel Hoffnung gemacht. Wir nehmen noch einen White mit. Vielleicht gehen wir tatsächlich noch auf 4 Whites. Ah, ich meine, 2 Garen Stufe 2 ist aber auch disgusting vom Draft her, ne? Holy shit. Ich meine, ein Garen Stufe 2 carried ich normalerweise schon weit. Naja, irgendwann werden wir diesen 100-0-Versuch schon schaffen. What can we do? Wir sind dadurch allerdings, ist unser Ausgangslage noch ein bisschen besser geworden. Wir würden gerne den Lucian nehmen. Nein, würden wir wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß nicht, ob es immer noch den Bug gibt, dass der dann weg ist. Wir könnten Ash gehen für die Glacial Wind Condition. Wir könnten eine Tech Speed nehmen für Rapid Fire Cannon, aber den hat keiner hier. Wahrscheinlich würden wir echt den Lucian nehmen. Oh, wir nehmen den Lucian. Wir könnten auch die Ash nehmen, zum Beispiel als Wind Condition. Oder als weitere Win Condition, aber das wird jetzt eher nicht passieren. Ich bin gespannt, was jetzt mit dem Item passiert. Wenn es weg ist, wäre es nicht mal so schlimm, weil der Tech Speed mit Kluft Armor zu kombinieren, ich weiß nicht mehr, was da rauskommt. Phantom Lancer, oh okay, das ist actually more than fine. Damit kann ich mich gut anfreunden. Ja, dadurch, dass wir jetzt über Winning Streak sind, können wir auch eine Runde später hochgehen. Wir nehmen das hier mit, weil wir mit Tristana noch Yordle kriegen könnten. Das wäre halt ein einfacher Weg Richtung Beast. Beast baut man halt normalerweise ein bisschen früher auf, ne? Aber ich würde die jetzt ungern verkaufen. Ne, wir lassen das erstmal so. Kann sein, dass wir die Runde jetzt auch noch verlieren, aber mit Vayne 2 und Lucian 2 sollte es eigentlich fein sein. Lucian 2 ist halt tatsächlich im Early Midgame sehr, sehr stark so. Der Junge kann zu viel machen, die kann viele Runden auch nochmal in 1 vs. 2 holen. Und da ist mein altbekannter Freeze gewesen. Aber wir kommen aus dem Freeze und sehen, wir haben die Runde im Kasten. Dieser Cake Guy ist halt echt unlucky, dass wir den getroffen haben. Alter, der ist aber itemmäßig auch gut dabei. Phantom Lancer auf Lucian ist absolut fein. Wir sollten jetzt leveln, damit wir einen besseren Drop kriegen. Back to basics, I guess. Ja. Ja, ja, ja. Da sind wir wieder da, wo wir immer waren, ne? Bei einem Dammit Draven. Ich muss sagen, wenn es ums Gewinnen geht, ist das für mich immer noch der angenehmste Pick. Wenn wir auf White gehen, wahrscheinlich nicht. Wenn wir noch auf Ari gehen, wahrscheinlich auch nicht. Wofür gehen wir denn? Imperial? Wir könnten auch 4 Imperial gehen, ne? Wir hätten wahrscheinlich die zwei Cutters, die wir hatten, mitnehmen können. Weil das ja eh so ein kleines Ding war, was wir ganz gerne haben wollten von Anfang an. Sagen wir, Darius ultet sehr spät, ne? Der braucht schon eine ganze Menge Mana dafür. Oh, der Daxo musste nochmal gegen mich ran. Das ist aber auch unlucky für ihn. Nehmen wir Lucian mit. Lucian 3 habe ich ganz, ganz selten gesehen, aber dadurch, dass eben keiner den Lucian contestet hat, gehe ich davon aus, dass wenige den Lucian nehmen. Ich glaube, wir müssen nicht mal umstellen. Creep Rounds sind so free. Glacial Knight. I mean... Sejuani ist schon damn it strong, ne? Nehmen wir mal mit. Aber was ist unser Ziel? Worauf wollen wir gehen? Wir werden nicht mehr auf Wild gehen. Weißt du was? Wir machen ein bisschen Platz. Jetzt könnten wir hiermit auf 10 kommen. Was wahrscheinlich sinnvoll wäre. Wären wir eco-mäßig deutlich besser dran. Aber nachher kriegen wir die Sage nochmal in Draft. Ne, ich glaube, ich verzichte darauf. Aber dann hätte ich die Karte auch nicht verkaufen müssen.
Oh, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Hey, wir haben ein Item bekommen. Hallo. Hallo, Draven. League of Draven. Maxim hat, glaube ich, gerade die Draven-Wochen. Das heißt, vielleicht passt das hier ganz gut rein. Wenn nichts mehr geht, geht Draven, meine Damen und Herren. Immer noch die für mich angenehmste Variante, zum Sieg zu gehen. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, das sind Garen 3. Ich glaube, der kann 700 Jahre auf meinen Draven spinnen. Und stirbt immer noch nicht. Es wirkt weiterhin so, als könnten wir dafür gehen. Dürfen wir denn auch für Jordi gehen? Ich meine, die Tristana steht noch nicht mal und ich überlege, auf Jordi zu gehen. Ist der Noble Buff noch worth? Mit dem Garen 1? Ich denke nicht. Ah, vorbei. Noble Buff unterschätzt man ganz gerne, ne? Aber er kriegt halt auch die Night Passive. Nee, wenn die Noble Passive auf Lucian geht, ist sie mega worth. Aber hier ist noch so ein Beefy Boy, ne? Aber es müsste in der Theorie, muss es klar gehen. Ist ein bisschen ärgerlich, dass mein Draven die Akku jetzt zieht. Oh mein Gott. Okay, mein Darius hat auf jeden Fall mehr Bock als dem seine Bar in Darius zusammen, ey. Okay, aber wir haben auf jeden Fall genug Damage für Tanky Frontlines. Der hat 3 Items, die er nicht nutzt. Das sind immer solche Lümmel, ey. Dass sie die immer am Start haben. Ich würde gerne mal, ich guck mir gleich mal das volle Lineup an. Oh, verliert der? Er verliert. Gegen White Beast. It is. Okay. Da ist in Ordnung. Wir sind auf einem Winstreak. Das ist, freut uns natürlich sehr. Jetzt kriegen wir die Ari, die wir verpönt haben. Wir könnten hochdrücken, ne? Aber wir werden nicht Jordi spielen. Wenn wir nicht Jordi spielen, können wir die auch sell. Können wir nochmal ein Gold mehr. Die Ausstellung gefällt mir eigentlich. Ich glaube, ich werde es so hinstellen. Dadurch zieht der Draven auf jeden Fall später Aggro. Ich glaube, das ist besser für uns. Wir könnten halt noch auf Blade Master versuchen, ein bisschen zu kommen. Ich habe zum Beispiel noch nie Aatrox gespielt. Fällt mir gerade auf. Einfach noch nie. Leute, wieder brauchen wir einfach instant die Darius. Okay, darf Darius sich vielleicht noch bewegen? Braum, beruhig dich doch mal. Ah, die Ash 1, die macht halt einfach noch nicht genug. Wenn er eine Ash 2 hat und so, dann kommt er vielleicht durch meine Frontline, aber auch dann ist meine Backline einfach stärker. Ist der schon wieder gegen White Run? Sieht so aus, ne? Da spielt jemand Jordel. Jordel, Maxim hat am Anfang ziemlich von Jordel ge... Achso, ah, er hat auch White Beast. Okay. Ja, ist aktuell natürlich das, was metamäßig auch gespielt wird. Die Überraschung, dass es hier um mehrere Leute gehen. Ihr seht, ich kriege aktuell genau 10 Gold raus, was immer optimal ist. Weil dadurch kommen wir immer in das höhere Interest-Ding rein. Ich werde den statt Sechu spielen. Wir verlieren Noble, aber wir kriegen... Also der hat trotzdem Knight. Und Sechu ist einfach so strong. Wenn Sechu die Ult rauskriegt, ist es halt disgusting. Wir können auch noch gucken, ob wir für eine Ash gehen können. Ich meine, die Tristana ist cool und die werden wir gleich auch spielen. Aber oh, wir hätten auch leveln können, ne? Ich glaube, wir hätten leveln sollen. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Dann hätten wir Noble Buff behalten können. Wenn wir die Sejo spielen wollen. Oder halt mit Tristana sogar noch mehr Frontline. Sejo, Ulte bitte. Sehr gut. Ein bisschen später, aber meine Damage-Dealer stehen halt alle noch. Der Volibear Ulte zwar, aber in dem Moment ist es fast schon zu spät. Die Nidalee ist das Problem. Ich glaube, der Kasalin, der wird sterben, aber... Das Wichtige ist, dass die Vayne hier Aggro hat und nicht der Lucian. Also ich könnte der Lucian nicht dashen. So holen wir uns die Runde auf jeden Fall. Sind aktuell recht unangefochten Erster. Wollen wir den mitnehmen? Komm, wir nehmen den mit. Warum nicht? Aber ich glaube, ich würde nicht mal Kaiserlin 2 spielen, also könnte ich es mir sparen. Aber sich sowas anzugewöhnen, ist immer gut, weil du hast auch Muscle Memory in solchen Games. Ich habe da mit Kamla mal lange drüber geredet. Selbst bei Hearthstone gibt es halt Muscle Memory. Dass wenn du dann auf Autopilot spielst, einen dummen Play machst. Das wäre interessant, aber der wird weg sein. Aber es gibt 2 Fun-Wender, die werden auch weg sein, bis wir da sind. Was sind denn Units, die wir noch kriegen können? Leute, statt dass der entgegen der Richtung des Karussells läuft. Richtiger Brain Freeze bei ihm. Ich glaube, ich würde den Garen nehmen. Einfach nur, damit wir Garen Spire auf jeden Fall kriegen. Itemmäßig sehe ich jetzt hier auch nichts mega krasses für uns. Die Sage wäre natürlich sick, aber ich glaube nicht, dass wir die kriegen. Ah, wobei. Wir haben doch jemanden, der Glacial geht. Verrückte Welt.
Na gut, wir nehmen auf jeden Fall die Sejo mit. Eine 4er-Unit mit einer Tier ist auf jeden Fall sehr attraktiv, vor allem weil Sejo auch von der Tier direkt profitiert. Das heißt, ein gutes Gesamtpaket haben wir da auf jeden Fall bekommen. Na, guten Tag. Sie sind also die Sejuani, von denen alle reden. Dadurch, dass wir unbedingt Winstreak haben, leveln wir jetzt hoch. Ich gebe lieber die Tristana bei zu Draven. Der Draven soll auf jeden Fall überleben. Wir könnten... Wir nehmen Vayne mit. Und wenn wir die Runde gewinnen, verkaufen wir Kasadin und Vayne, um auf 30 zu kommen. Alter, das ist ein Biest. Aber gegen mein Team tatsächlich nicht so stark. Weil ich in der Lage bin, halt so viel AD-Damage zu machen, dass okay ist. Alter, mein Darius, ey. Der macht so perfekte Ults die ganze Zeit, ne? Richtiger Carry. Sejuid kommt durch. Macht auch richtig Damage, ne? Sejuid 2 ist einfach nicht für die Phase des Games zugelassen. Ah, die DPS-Werte fehlen halt mega, ne? Ich wüsste echt gern, wer wie viel Schaden macht. Aber da kommen wir halt jetzt aktuell nicht hinter. Die Unit so strong, aber ist hier gerade schwer zu integrieren. Dafür haben wir nicht das richtige Line-Up. Ich glaube fast, dass es mehr worth wäre, den Garen statt Tristana zu spielen. Ich meine, dafür haben wir den Ganzlinger, das Ganzlinger-Ding, aber dafür haben wir halt keinen Nobel. Blade Master wäre halt immer noch interessant, aber ich finde die alle so weak. Wenn die Runde gewinnen, kaufen, glaube ich, den Darius. Weil wir Darius später gegen Swain tauschen. Dann wiederum könnte nah interessant sein. Aber da haben wir immer noch nur zwei Shapeshifter. Boah, mein Darius hat nicht den Draven getroffen. Boah, mein Lucian, mit der Ultimate, die Darius wird gedodged. Absoluter Killer. Das ist sehr, sehr schön. Ich meine, wir haben nicht mal die krassesten Items, ne? Aber es ist absolut in Ordnung. Und wir kommen gut voran. What can we do? Ja, ich denke, also ich denke die ganze Zeit so ein bisschen an die Late Game Moon Condition und Draven 2 würde halt alle meine Sorgen einfach beenden. Ich werde den Darius wieder verkaufen, um auf 50 zu kommen. Noble könnten wir zum Beispiel auch über eine Leona kriegen. Das wäre natürlich auch sick. Oder Kale. Kale hier noch rein zu integrieren wäre lecker. Statt den Garen 2, der hoffentlich irgendwann mal kommt. Lässt sie jetzt hier auch relativ lange auf sich warten. Bin immer noch ein bisschen krank leider vom Wochenende. Deswegen, ich weiß jetzt auch nicht, wie der in mein Gesicht gekommen ist, aber ihr kennt das, ne? Beim Zocken so ein bisschen müde. Was macht ihr beim Zocken, Leute? Ja, die Idee, wie gesagt, die Creep Rounds sind free. Gerade wenn du für so eine Combo gehst, sollte das ja gar kein Problem sein. Imperial auch noch auf Darius. Aber selbst, auf Draven, aber selbst wenn er auf Darius ist, ist es, glaube ich, auch fein. So. Also was der schon für Ults hier geböllert hat, ist halt insane. Könnte noch einen Morellus bauen. Oder ein Hextech Gunblade auf dem Draven. Aber nicht so krass, I guess. Ich glaube, ich baue lieber ein Redemption auf der Sejo, aber die Sejo stirbt gefühlt ja nie. So ein First World Problem. Du auch noch. I can only have Deathmatch Wind Conditions. So, nochmal Lucian 2 bekommen. Bauen Redemption. Ah, ich glaube, wir geben das der Sechu. Die Sechu, das ist so worth. Ich meine, wir könnten auch einfach random Aurelion Sol spielen. Ich meine, wir haben eh kaum Synergies und einfach starke Units. Das ist, glaube ich, auch the way to go gerade. Ja, die Sechu, das ist ziemlich Zinger-Target. Hätte man wahrscheinlich mehr rausholen können. Weil wir könnten das auch noch Darius geben. Aber ich habe der Heal von Darius auch mit dem AP-Scale oder nur der Damage. Wir werden die Runde noch rollen und dann nächste Runde leveln. Weil wir den Braum für Double Glacial und weil wir damit dann Bewahrer kriegen, werden wir auch noch die Leona für Noble holen. So ein bisschen die aktuelle Überlegung. I mean...
Der Garen lässt echt lange auf sich warten, ne? Wir werden die nächste Runde gewinnen, deswegen rollen wir noch einmal, aber. Ha! Ist nicht ganz so. Nicht so ganz so on point hier. Wir gehen los bei Darius. Oh! Das Enemy Lineup ist durchaus fähig, hier was zu holen. Sehr viele, die immun gegen Magic Damage sind, wegen Drake und so ein Blödsinn. Das heißt, unser Seju macht nicht so viel. Aber wir haben halt auch drei Physical Damage Dealer und unser Darius kriegt ja irgendwie überhaupt kein Damage von denen. Jetzt aber. Ah, aber die Leute einfach mal vernichtet. Sehr, sehr schön. Ne? Das kriegt der Lineup eigentlich gar kein schlechtes. Aber das wird aktuell nicht reichen, um uns hier zu bedrohen. Sehr ärgerlich, dass wir diese eine Runde verloren haben, ja. Sonst hätte das hier echt 100-0 werden können. Zack, zurück. Wir werden jetzt leveln, wie gesagt. Wollen unseren Vorsprung darüber halten. Eine Runde später können wir dann halt eben hochleveln. Wir werden dann für einen Draven 2 rollen. Unsere Wahrscheinlichkeit für 4 Units erhöht sich ja dann nochmal, was ziemlich nice ist. Und dann werden wir gucken, dass wir die Leona kriegen. Ich glaube, die Tristana. Ich glaube, auch nicht, dass die Wolf. Ich meine, Gunslinger ist ganz cool, aber Gunslinger funktioniert auch anders als gedacht. Also ich dachte, das wären so Hurricane-Hits, aber die fokussen einfach danach ganz schnell alle anderen Units. Das heißt, auch diese ganze Disarm mit Gunslinger-Strategie ist gar nicht so krass, wie man denkt. Was ein bisschen schade ist. Ja, unser Darius wird leider vom Kasalin gehittet. Das ist ein kleineres Problem. Und ich sehe, Joel ist jetzt nicht ganz perfekt. Ach, wobei, nevermind. Stunt 4 Leute. Ich habe nichts gesagt. Obwohl, der Bär steht ja immer noch vorne drin wie so ein Beast, aber jetzt wird einmal Darius dadurch schlitzen und dann sind wieder alle down. Die haben nicht genug Damage für meine Frontline und nichts, was meine Backline bedroht. Wir haben keine Assassin-Spieler, gar nichts. Das heißt, ich kann hier mit drei ADCs antreten und gewinne einfach. Stell euch das mal in League of Legends vor. Wie geht's ihm? Er hat immer noch mit seinen Darius da voll. Oh, der Garen hat jetzt allerdings auch noch einen Phantom Dancer. Dann wird er langsam echt schwer zu killen. Das Item wäre interessant für Bloodthirster. Auridon ist so free. Niemand geht dafür, ne? Vielleicht sollte ich deswegen einfach dafür gehen. Ah, ich denke, wir nehmen einfach das MR-Ding. Das ist jetzt nicht mega geil. Oder wir nehmen Infinity Edge. Nevermind. Daraus können wir halt mit dem BF. Warte mal. Oh, it's gone. Na gut. Okay. Ich bin so fett, dass meine Hitbox kleiner ist als ich. Ich nehme nehm die Anivia mit, einfach weil ich sie für 5 verkaufen kann. Schon wieder ein Aurelion. Es ist, wird einen auch hinterhergeschmissen hier, ne? Vielleicht doch Imperial? Not sure. Ah, bin mir nicht sicher. Double Morellos. Ich weiß nicht, ob das stackt, um ehrlich zu sein. Also der Attack-Speed für alle ist in meinem Lineup nicht mehr schlecht. Oh, ah, shit. Ich hätte eine Unit mehr ausstellen können. Aber der Lucian ist gar nicht schlecht. Zwei Lucians, kann man sich nicht beschweren. Oh, Yordle-Time. Yordle-Time ist natürlich ein bisschen annoying für mich. Und er darf eine Unit mehr ausstellen, weil er zwei von den Dingern bekommen hat. Alter, die Nah-Ult. Sickest Ding. Holy shit, was ist mit dem Nah generell los? Alter, please, what the fuck? Okay, okay, okay. Beast nah mit Full Stacks ist auf jeden Fall auf Crack. Holy fucking hell, ey. Okay, da haben wir ein Problem. Wahrscheinlich brauchen wir echt den Aurelion, weil der Yordle wird uns später machen. Kriegen hier gerade noch einen Blade Master, den nehmen wir natürlich mit. Brauchen auf jeden Fall einen Tank mehr. Ist so lächerlich, dass wir den nicht kriegen, ne? Blade Master, Blade Master, Blade Master. Puh, tu. Ja, Lucian 2 wäre geil. Wir haben immer noch keinen Nobel Buff. Wir haben halt nur die Klassenbuffs, aber die sind dann sicher auch okay. Ah, er hat jetzt einen Volibear gegeben. Aber Volibear 2, nicht 3. Ich dachte, es wäre 3. Der Kasselin haut leider meine Seju zu frei. Oder meine Seju darf nicht ulten. Schon eher hinderlich ist. Am Ende wird einfach noch der Bullybär stehen und ich werde ihn killen. Werde ich ihn killen? Er kriegt irgendwie keinen Schaden, ne? Das ist ein bisschen belastend. Ah, doch.
Okay, okay, okay. Aber wir brauchen Magic Damage. Ich glaube wirklich, der Yordle wird da spawnen. Ich habe leider auch nicht aufgepasst, wer den Yordle spielt. Wir können gleich einmal alle durchklicken. Boah, ich muss mir jetzt echt mal angucken, ob ich Garen's gerollt habe. Du bist der Yordle-Spieler, ne? Also, weirder Yordle-Spieler. Bist du der richtige Yordle-Spieler? Nee. Ist der richtige Yordle-Spieler raus? Du bist der Yordle-Spieler. Hookduck. Ja, hoffen wir mal, dass Hookduck irgendwie krepiert. Das wäre zumindest gerade sehr wünschenswert. Ich werde Garen jetzt noch nicht mehr spielen, wenn er kommt. Das heißt, ich mache mir Platz auf dem Board und komme über 50. Bei der Win in der Creep Round gibt leider kein Gold. Ich könnte weiter zu Redemption gehen. Vielleicht auf den Traum. Dadurch auch nochmal eher seine Ult durchkriegen würde. Oder Rabadons auf einen Darius. Das wirkt nicht so, als wäre das legal. Ist es aber. Ich muss gerade eine Unit mitnehmen, damit ich einen Red Buff applyen darf. Zack, verkaufen wir das. Weil das wiederum kann er wieder den geben. Und das geben wir dir. Dann ultest du nämlich ein bisschen zügiger. Jetzt kommt der Garen, ne? Gotta be kidding me, ja. Okay, Lucian 3 it is. Plus Bewahrer, plus Noble. Nee, Noble, doch. Guardians, Noble, Glacial, Knight, Imperial. Das sieht doch schon deutlich attraktiver aus. Plus, ich überlege immer noch, ob wir im Imperial 4 gehen. Lucians 3 ist natürlich recht nett. Reicht ja allerdings gerade vom Damage einfach nicht. Er bräuchte ein bisschen mehr Schaden, wenn er sich hier durchkiten will. Macht den Garen halt gar keinen Damage, ne? Der hat halt MR Reduction, dann hat der Dodge Crit. Da wird schon relativ schwer dann natürlich. Das heißt, der UGN Cake Guy hat sich zurückgekämpft und hat ja zusätzlich auch noch Yordle. Und auch noch ein Aurelion. Das ist schon relativ schwer zu bändigen. Letzte Runde rollen. Na, bisschen greedy wieder unter 50 gerollt. Mit der Hoffnung, dass da was kommt. Ich hoffe gleich auf einen Swain. Auf einen Swain hoffe ich. Wir müssen uns ein bisschen anders positionieren. Ich weiß jetzt nicht, ob alle. Ich glaube, ganz hinten der kriegt nichts. Also die Vayne kriegt nichts. Vayne 2 ist ohne Items natürlich auch relativ weak. Ja. Leona kriegt die Ult halt noch nicht raus, weil sie 1 ist. Warte mal, ich habe den Loons gemacht, statt ein Redemption. Ah, you gotta be kidding me, ich habe einen Loons auf dem Traum. Oh, ich bin retarded, ey. Ah, das ist der Typ, der, wo ich wieder missen darf all day. Mein Dravenout seit 700 Jahren auf dem Nah. Und die Luda hat auf jeden Fall richtig Bock zu ulten. Okay, okay, okay. Also Hogdog macht mich und OGN Cake Guy macht mich. Das ist nicht die beste Neuigkeit des Tages. Aber wir haben noch ziemlich viel Gold. Das heißt, wir können auf jeden Fall beim All-In noch einiges rausholen. Wir rollen scheinbar aber trotzdem weiter, weil ich ein Idiot bin. Aber wenigstens weiß ich's, ne? Puh, ja, Loons auf dem Braum. Das ist, die beiden kriegen das und die kriegen das. Das heißt, wenn ich die beiden tausche, ist das besser. Dann kriegen das alle. Darius ist schon so ein bisschen ein Beast, aber er ist halt auch eine schwache Unit an sich. Ah. Meine beste Win Condition ist aktuell, Darius auf 2 zu kriegen. Okay, das hier ist der Boy mit dem Garen 3 und den Darius 3. Den ich allerdings hier Reduction gerade drauf gegeben habe, was schon mal ganz nett ist. Die Leona holt Stuntin, aber er kriegt trotzdem noch seine Ult durch. Das heißt, so viel gewonnen habe ich dadurch gar nicht. Die Sage-Ult ist halt sick hier gewesen. Ja, richtig gut. Draven macht nicht so super viel, aber langsam kommt er in Fahrt hier. Der Enemy Draven macht allerdings deutlich mehr, aber ich habe Phantom Dancer auf dem Lucian. Das heißt, das 1 gegen 1 wird er gewinnen. Und dann ist die Kayla da auch noch eine Frage der Zeit, bis die weg ist. Habe noch viele Tier 2 Units, die ich hitten kann. Das ist schon recht wichtig. Und jetzt im Karussell hoffen wir halt auf den Swain. Die Kayla würden wir auch nehmen.
Bei dem Mikael. Ja, die wollte er mir wegnehmen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu klar gezeigt, wo ich hingehen will. Wir nehmen den Attack Speed mit, ne? Ja. Wir nehmen den Attack Speed. Wir hätten wahrscheinlich trotzdem mehr nehmen sollen für Bloodthirster. Ich habe gerade eher das Problem, das Gefühl, dass Attack Speed das Problem ist. Leck. Please no. Boah, ich dachte schon, ich setze das Item. Run auf 20 runter. Run noch unter 20. Und zwar gerne. Der Aurelion ist so ein bisschen da, um diese ganzen Dodge Master und so hier ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen. Ist natürlich ärgerlich, dass ich das Loons, wie gesagt, auf dem Traum habe. Wenn ich dort auf einer vernünftigen Unit hätte, wäre das Treuer dann nochmal deutlich effektiver. Boah, die Aurelion ist so nice, aber er kriegt da keine zweite raus, ne? Autsch, hurts a lot. Muss ich den Traum verkaufen. Aber Bewahrer ist schon relativ useful und das ist halt auch eine Tier 2 Unit, die wird es halt eigentlich auch nicht verschenken. Gehen nochmal Leona rein. Das hier ist nochmal super wichtig gewesen. Jetzt ist er endlich da. What a joke. Aber ihn zu spielen bringt uns gerade nichts, ne? Wir könnten Darius verkaufen für Swain. Ich glaube, das machen wir. Oh shit. Ah, wenn ich die Runde verliere, bin ich ja schon raus. Oh, und er hat einen Darius mit fetten Items und zweimal Units sind am Anfang sofort mal weg. That's a problem. Fury kriegt die Kale Ult, blockt dadurch nochmal einiges. Seju muss jetzt eine gute Ult setzen. Ult auf your life, Seju! Gute Ult, gute Ult. Ah, sehr gute Ult. Ja. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, das haben wir geholt. Ja, wenn wir den... Oder wir kriegen halt jetzt eine Cutter und dann spielen wir Cutter und Swain und Darius und verkaufen den Braum, aber... Boah. Keine Ahnung, ob man das legalerweise darf. Shit, aber der hat halt so ein giganutzloses Item, ne? Das hat man immer aufgestellt bei Auto-Chess quasi. Imperial Demon Spell Shifter. Aber Spell Shifter ist so wurscht. Ah, da kommt auf jeden Fall nochmal der CC. Ah, ich glaube, die beiden sind einfach zu wichtig für mich, als dass ich sie verhöckern könnte. Also Braum und Leona, die sind beide so wichtig. Dafür Cutter und Swain reinzunehmen. Und zu hoffen, dass die Imperial Boys mich carryen. Scheint mir schon ein richtig harter Gamble, ne? Wollen wir mal. Puh. Ich muss auf jeden Fall jetzt weiter in die Backline rein. Aber wohin? Kann der was damit anfangen? Du kannst auf jeden Fall was damit anfangen. Du kriegst jetzt einfach das, who cares? Und das Ding kriegt von mir aus auch noch du. Dabei Morellos, it is. C2 Ultimate, kam gut. Darius Ultimate, okay. Aurelion Ultimate auf beiden Seiten, klatscht gut. Der Garen, der Endboss, ist down. Sword of Divine macht jetzt nicht so viel, aber who cares, right? Who the hell cares? Ich bin auf 9. Wir sind hard im All-In. Puh. Wenn wir Darius sehen, werden wir noch mitnehmen. Ah, jetzt kommst du natürlich, ne? Boah. Ach. Sollen wir dich spielen statt den? Machst du mehr?
Ich glaube, du machst mehr. Ich weiß nicht, ob er viel mehr macht, aber ich glaube, er macht ein bisschen mehr in der Phase, weil er hinten in die Backline reingeht und damit nochmal eine neue Bedrohung ist, quasi, die ich bis jetzt noch nicht hatte. Swain ist natürlich auch sick in dem Game generell. Ben überlebt noch, aber ist jetzt down. Der Draven lebt allerdings immer noch von dem. Aber der CC von mir ist schon ordentlich. Ich bin so froh, dass ich Braum nicht verkauft habe. Nice, Mann. 1 gegen 1 am Ende. Er hat mehr Mages. Wenn wir kein Level-Up mehr kriegen, brauchen eigentlich nicht mehr Rollen. Aurelion, Veigar, Poppy, Rengar, Darius. Ich glaube, ich splitte. Ich glaube, hier mache ich mehr, wenn ich splitte. Aber sinnvoll splitten. Das heißt, ihr beide gebt da ein. Beide geht da ein, jeweils ein Feld zurück. Okay, wir haben ein bisschen gesplittet, damit der Aurelion uns nicht so hart trifft. Sie hat es mega Wurf. Die Seto hat jetzt dummerweise keinen Buff bekommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Nicht mega viel gebracht. Die Seto von ihm ultet vor meiner. Das ist schon mal gar nicht gut. Sieht trotzdem okay aus, ne? Kata ultet da hinten, obwohl da niemand ist. Aber wir kriegen ihn, wir kriegen ihn, wir kriegen ihn. So, okay. Wir haben es im Griff, ne? Jetzt heißt es nochmal Shopping Time. Kayle als Noble reinholen statt Vayne. I guess. Oder auch nicht. Scheiße, der hat sogar noch schon was davon, ne? Cutter. Attack Speed. Ne, ich brauche mehr Wumms. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ah, ich brauchte manchmal zu lange. Giant Spells. Können wir damit noch was rausreißen hier? Ich meine, es ist nicht die krasseste Taktik der Welt, aber ich kann mir vorstellen, dass das nochmal was bringt. Ja, dieses Splitten ist, glaube ich, an sich ziemlich smart. Aber die splitten sich nicht hart genug, ne? Ich glaube, die laufen am Ende trotzdem alle da in die Siege Ult. Meine Siege kriegt auf jeden Fall jetzt hart Akku, aber Braum springt sofort an die Seite, das ist gut. Beide Siege Ults relativ zeitgleich, aber meine Carries stehen auch frei, weil sie weiter hinten stehen. Mein Aurelion hat auf jeden Fall eine gute Ult gesetzt. Ja, das ist der nächste Win, meine Damen und Herren. Es sei denn, der Gary macht jetzt 1 vs. 4. Kann er allerdings nicht. Ist am Arsch. Ja, meine Damen und Herren, nicht die spektakulärste Kombo meines Lebens, aber trotzdem eure tägliche Dosis TFT wird es immer hier auf dem Kanal geben. Vielen Dank für euren Support. Empfehlt mich gerne euren Freunden oder sonst wem. I take it all at the moment. Hier ist jemand tatsächlich relativ weit gekommen. Der Hookduck hätte mich wahrscheinlich am ehesten machen können. Ansonsten, wenn nichts mehr geht, geht Draven, meine Damen und Herren. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Johnny.